Herzlich willkommen zu Endlich Selbstversorger. Mein Name ist Claudia Weber. Ja, Claudias Quappel heute, gute Nachrichten. Die gute Nachrichten ist, ich habe wieder Strom, dank Michael. Er hat mir den Generator repariert. Das war keine große Sache, aber mit dem Anzugskabel hat was nicht gestimmt. Es ist irgendwie stecken geblieben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das Problem war, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und vielen Dank nochmal, Michael. Wenn ich keinen Strom habe, also bin es ja eigentlich gewohnt, ich komme damit schon ganz gut zurecht, aber trotzdem, es ist dann anstrengend mit dem Wasser und so weiter. Und ja, im Alltag ist das dann richtig beschwerlich, wenn man keinen Strom hat. Für die Batterien ist es natürlich auch nicht so gut, wenn die nicht aufgeladen werden. Und wir haben halt in letzter Zeit nicht so viel Sonne gehabt, dass die Batterien durch die Solaranlage aufgeladen werden. Ja, gute Nachrichten sind auch die Kürbisse. Ich dachte eigentlich, dass ich vielleicht überhaupt keine Kürbisse kriege, weil ich die so spät gepflanzt habe und ja, der Sommer auch nicht so richtig toll war. Also mit 2 Monaten Regen gefühlt ist der Herbst schon im Juli gekommen. War ich doch angenehm überrascht, dass ich noch ein paar Kürbisse ernten konnte. Der September war auch noch mal richtig schön, also warm und schön, und da haben die Kürbisse noch mal Gas gegeben. So habe ich doch ein bisschen Wintervorrat. Das freut mich. Ja, bei den Kartoffeln sieht es auch ganz gut aus. Ich habe weniger als die Hälfte jetzt raus, sind mehr als 40 Kilo. Da waren auch richtig große Kartoffeln dabei und die sahen richtig schön aus. Also ich denke, das wird eine gute Ernte geben. Morgen, ich werde wohl das Wochenende noch ein paar rausmachen. Ich denke, bis spätestens Mitte Oktober werde ich dann alle raus haben. Und ja, Frost hatten wir auch schon gehabt. Also ich bin zumindest mit der Kartoffelernte jetzt schon zufrieden. Ich denke, da kommt aber noch mehr. Und ja, morgen werde ich erstmal schlachten müssen, 2 Böcke. Daher habe ich da jetzt noch nicht so viel Zeit, um alle Kartoffeln rauszumachen. Ja, und die hauptsächliche Neuigkeit ist eigentlich, dass ich ja auf der Arbeit befördert worden bin. Ich bin jetzt Förosdonderer für Sugar Gordon, Förosdonder Verwaltning. Ich weiß es gar nicht, mein Titel. Naja, auf jeden Fall, ich leite die Gruppe, also die auf dem Friedhof arbeitet. Alles, was grün ist, alles, was Park ist, darf ich jetzt die Gruppe leiten, das ein bisschen planen, die Arbeit planen und auch ja gestalten, so wie ich es gern wünsche. Das kam dadurch, ich hatte das ja schon angekündigt, dass es Veränderungen auf der Arbeit geben wird. Das kam dadurch, dass es personelle Veränderungen bei uns auf dem Friedhof gab. Und ja, da habe ich dann praktisch die Vertretung für den Chef gemacht, und das hatte ich dann so gut gemacht, dass sie gemeint haben, ich soll doch die Verantwortung für den grünen Bereich auf dem Friedhof bekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, ist natürlich auch finanziell jetzt wesentlich besser. Ich bin jetzt auch festangestellt, ich war ja vorher nur Saisonsarbeiter, also das heißt, ich habe immer von Mai bis November gearbeitet, war natürlich sehr schön, im Winter ein halbes Jahr oder teilweise hatte ich ja nur 4 Monate frei, es kam immer darauf an, frei zu haben. Aber natürlich war es immer ein Unsicherheitsfaktor, dass ich nicht fest angestellt war. Das kann dann sein, dass man dann im nächsten Frühjahr keine Arbeit kriegt, das weiß man nie. Und jetzt bin ich auf jeden Fall fest angestellt. Ich arbeite 100% bis Januar und dann habe ich 4 Monate 50%. Das passt dann auch ganz gut, wenn dann die Zicklein kommen. Ja, ich zeige euch auch mal Bilder vom Friedhof, wo ich dann ein Askungraf selbst gestalten durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das sind dann halt so Sandgräber und da teilen sich mehrere
ja, kann man sagen, Parteien, ein großes Sandgrab und jeder hat dann so seine Namensplatte und den Service, also von wegen Blumen und ja, den teilt man sich praktisch. Also sie machen eine Einmalzahlung und dann müssen sie nicht selbst Grabpflege machen, sondern wir machen das. Da dürfen dann halt auch eigentlich nur ja, Blumen in Vasen reingesteckt werden. Natürlich stellen sie dann trotzdem ihre Blumen, ja, jung, also Jungweiß heißt das, Heidekraut auf Deutsch, hin. Ja, da müssen wir halt so ein bisschen das Auge zudrücken. Aber die Gestaltung, die hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auch die ganze Dekoration. Jetzt ist ja die Dekoration von Sommerblumen auf Herbstblumen. Die durfte ich jetzt machen. Zeige ich euch danach ein paar Bilder. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze ist natürlich eine Herausforderung. Also vorher habe ich halt immer nur für mich denken müssen. Und habe halt einfach ja das gemacht, das, was mir gesagt wurde. Jetzt muss ich halt für andere denken, muss gucken, dass alles auf dem Friedhof läuft. Und natürlich sind auch einfach organisatorische Momente dabei, plus ja, nicht so toll. Auch muss ich dann mal ein paar Stunden am Computer sitzen, aber das will ich so viel wie möglich minimieren, also schon viel draußen arbeiten. Ja, es ist schon gute Neuigkeiten, aber. Eigentlich ist es ja nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mehr Freizeit haben hier auf dem Hof. Wird jetzt weniger, wird alles ein bisschen schwieriger zu stemmen zu sein. Aber ja, ich denke, ich mache es erstmal, gucken, wie es sich entwickelt. Man weiß ja nie, wie es wird, aber es ist eine Herausforderung und einfach auch eine finanzielle Sicherheit, ganz klar. Ja. Aber gibt es noch ein paar gute Neuigkeiten? Heute scheint mal die Sonne. Das ist ja auch ja was Positives. Allerdings ziemlich windig. Und ich weiß nicht, ich wollte ja noch einen Kochfilm machen. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich hinkriege. Vielleicht dann eher nächstes Wochenende, wo ich dann eben nicht schlachten muss. Ja, ein sensibles Thema, das Schlachten. Das kennen wir ja. Ich hoffe, euch geht's gut und wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss. Da habe ich direkt nach dem Pfifferling suchen eine halbe Reihe ausgemacht. Und das hat sich richtig rentiert. Riesige Kartoffeln. Also, das ist nicht die Größe. Hey, da komme ich dann nativ auf Voss till askurngravarna, som är nedgrävda i sanden. Det ni gör är att ni skruvar upp. Vänder på den. Och så har ni plats för blommor i där i hålet. Alltså den här är så fin. Jag älskar den.